Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Christoph Degen, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zuallererst möchte ich mich bei allen Schulen, bei den Schulämtern, vor allem aber eben auch bei allen an Schulen Beschäftigten, bei den Hausmeistern, bei den Sekretariaten, bei den Lehrkräften, bei den Schulleitungen bedanken für all die Herausforderungen, denen Sie in den letzten Wochen begegnet sind, meine Damen und Herren. Und das war sicherlich nicht einfach bei den mehr oder weniger Hilfestellungen aus dem Kultusministerium, bei Nachrichten, die freitagsabends, manchmal überhaupt erst am Wochenende die Schulen erreichten und kurzfristige Reaktionen erforderten. Und das Lernen auf Distanz, unterrichtsersetzende Lernsituationen genannt, wurde auf den Weg gebracht. Auch da gibt es viele tolle Beispiele, wie es funktionieren kann, aber auch nicht überall in gleichem Maße. Und da muss ich sagen, das Ganze, obwohl die Lehrkräfte meines Wissens in der Regel keine eigenen Dienstgeräte haben, weder ein Diensthandy noch ein Diensttablet, und trotzdem all das von zu Hause mit ihren privaten Geräten gestemmt haben, meine Damen und Herren. Wenn diese Bereitschaft nicht da wäre, wüsste ich nicht, wie das alles hätte funktionieren sollen. Und auch der Leitfaden des Kultusministers, der, wir hatten ihn lange eingefordert, endlich auch erschienen ist, mit 3,5 Seiten netter Vorbemerkungen auf den 34 Seiten. Da steht leider nicht viel Verbindliches drin, um gleiche Standards überall in Hessen beim Lernen auf Distanz zu schaffen, meine Damen und Herren. Deswegen danke ich auch allen Eltern, die in den letzten Wochen trotz starker Belastungen oft selbst im eigenen Homeoffice dazu beigetragen haben, dass ihre Kinder eben weiter lernen und hier auch sich diesen Herausforderungen gestellt haben. Und trotzdem ist die Situation unbefriedigend, auch wenn einige Schülerinnen und Schüler inzwischen wieder in der Schule sind, meine Damen und Herren. Denn Chancengleichheit verschärft sich massiv weiter. Nicht alle haben einen Drucker zu Hause, nicht alle haben Endgeräte zu Hause, und auch nicht alle Eltern können eben helfen. Deswegen sage ich ausdrücklich, es ist richtig, dass der Plan ist, dass wieder alle Schülerinnen und Schüler wenigstens ein paar Tage oder einen Tag die Woche die Schule besuchen. Da sage ich ausdrücklich, diese Richtung geht in die richtige Richtung, meine Damen und Herren. Und trotzdem muss das Kernziel bleiben, dass eben kein Schüler, keine Schülerin in seinem künftigen Bildungsweg, nicht nur dieses Schuljahr, sondern überhaupt bis zu einem Abschluss benachteiligt wird, meine Damen und Herren. Und das gilt nicht nur für die Schulformen, über die wir meistens hier reden, das gilt genauso für die Berufsschulen, und das gilt auch für die Förderschulen, die zu einem Teil immer noch komplett zu sind, meine Damen und Herren. Obwohl die Empfehlungen, die der Kultusminister in der Kultusministerkonferenz mit seinen Kollegen ausdrücklich sagt, dass gerade die Schüler auch mit geistiger Entwicklung, mit sozial-emotionaler Entwicklung, dass die eben auch wieder an die Schule kommen sollen, im Einverständnis mit allen. Und da ist bisher leider noch überhaupt nichts auf den Tisch gelegt worden. Das sind Eltern, die ganz besonders schwierige Situationen zu Hause haben. Hier wünsche ich mir endlich mehr Bewegung, meine Damen und Herren. Und Sie haben gesehen oder hören, ich rede nicht alles schlecht hier aus Oppositionssicht. Ich weiß durchaus, dass es einige Lichtblicke auch gibt. Ich nehme mal letztens einen Zeitungsartikel im Wiesbadener Kurier, da stand, Hessen schafft das Sitzenbleiben ab. Jawohl, das ist zwar nur für dieses eine Jahr gedacht, aber uns wurde immer wieder gesagt, das geht ja eigentlich alles gar nicht. Natürlich ist es sinnvoller, in individuelle Förderung zu investieren und zu gucken, dass die Schülerinnen und Schüler das die nächsten Jahre, nicht in den Sommerferien, nicht direkt nach den Sommerferien, in den nächsten Schuljahren Dinge nachholen können durch mehr individuelle Förderung. Und ich glaube, das ist eine viel bessere Investition, als hier mit Sitzenbleiben Angst und Bange zu machen, meine Damen und Herren. Und einer der Lichtblicke ist auch, und das ist eine richtig gute Lösung, dass eben die Schülerinnen und Schüler, auch die Lehrkräfte, die selbst zu Risikogruppen gehören oder die in Haushalten leben, wo Risikogruppen sind, dass die vom Schulbesuch freigestellt sind, meine Damen und Herren. Auch das ist richtig. Ich frage mich immer noch, wie sollen diese Schüler auf den Abschluss vorbereitet werden, weil auch da immer noch nicht wirklich die Konzepte da sind. Trotzdem ist es grundsätzlich richtig. Meine Damen und Herren, aber wenn ich bei Prüfungen bin, wir haben auch gesagt, durchaus Herr Schwarz, wir sind nicht dem
der Versuchung anheimgefallen, aus Opposition sich zu sagen, das Abitur darf nicht stattfinden, das schriftliche. Wir haben es ausdrücklich verteidigt, weil die Schülerinnen und Schüler eben bis kurz vor den schriftlichen Prüfungen in die Schule gehen konnten und sich vorbereiten konnten. Das war richtig. Aber jetzt sind wir der Meinung, dass die Prüfungen zum mittleren Abschluss, die Haupt- und Realschulprüfung, sagen Sie die bitte ab, meine Damen und Herren. Die Schülerinnen und Schüler sind seit Wochen nicht in der Schule gewesen. Selbst eine Verschiebung um 2 Wochen nach hinten hilft hier nicht viel. Das sind Schülerinnen und Schüler, die oft nicht gute Lernsituationen zu Hause hatten. Und ich glaube, dass hier ein Druck ausgeübt wird, der nicht notwendig ist. Früher ging es auch ohne Hauptrealschulprüfung, ohne zentrale Prüfung. Ich glaube, hier kann man durchaus einen Abschluss auf Basis des letzten Jahres vergeben. Meine Damen und Herren, bitte lenken Sie hier eben ein. Und es geht ja bei den Staatsprüfungen übrigens auch, bei der ersten Staatsprüfung handeln Sie ja genau so, dass eben die erste Staatsprüfung auf Basis der bisherigen Leistung vergeben wird und eben keine Prüfungen mehr stattfinden. Aber insgesamt, auch wenn es einzelne Lichtblicke gibt, ist die Krisenbewältigung aus dem Kultusministerium leider katastrophal, meine Damen und Herren. Kollege Schwarz hat uns ja schon, als wäre er selbst dabei gewesen, aus Runden erzählt, am 12. März, am 13. März. Ich will noch an eines erinnern. Schon am 11. März im Kulturpolitischen Ausschuss haben wir den Staatssekretär, er war dort anwesend, gefragt, gibt es denn Gedankenspiele dazu, die Schulen zu schließen? Meine Damen und Herren, die Antwort war ganz ausdrücklich, es gibt bisher nicht einmal Gedankenspiele für Schulschließungen. Am 12. März, dann, Herr Kollege Rock, ich kann Sie unterstützen, hat der Ministerpräsident noch einmal deutlich gesagt, Bouffier gegen deutschlandweite Schulschließungen. Am 12. März, ich weiß, es war mein Geburtstag, ich habe es mir gut gemerkt. Am 13. März haben wir gemeinsam, Kollegin Faeser und Sie, eben gesagt, jawohl, wir müssen endlich etwas tun, die Schulen müssen geschlossen werden. Und erst danach kam dann irgendwann auch die Landesregierung in Gänge. Die Schulen wurden freitagsabends darüber informiert und mussten montags dafür sorgen, dass es irgendwie eine Notbetreuung gibt und die Eltern informiert werden. Meine Damen und Herren, so kann es dann auch wieder nicht gehen. Der Hygieneplan wurde angesprochen, der mittwochsabends verteilt wurde, obwohl montags die Schulen losgingen und die Schulträger in ihrer Not schon eigene Pläne gemacht haben. Genauso das Thema Notbetreuung. Selbst als die Notbetreuung im März auf den Weg gebracht wurde, war lange erst einmal nicht klar, dass die Lehrkräfte, die selbst Notbetreuung machen sollen, überhaupt ihre Kinder dorthin geben können. Gleiches gilt für den Schulstart am 27. April. Freitags haben die Lehrkräfte endlich die Bestätigung bekommen, die wir lange gefordert haben, dass sie eben selbst Anspruch für ihre Kinder haben. Da waren die Stundenpläne aber längst gemacht, meine Damen und Herren. Und alles ist irgendwie nicht durchdacht. Und ich sage Ihnen, ich freue mich ja, dass es jetzt Termine gibt, wie es weitergehen soll. Es ist genannt, im Mai und im Juni soll es zu weiteren Öffnungen kommen. Und das haben Schulen gestern auch erfahren durch die Hessenschau und zum Teil auch durch Sharepics, die wir gemacht haben. Eine Schule hat es ausdrücklich von uns geteilt. Wir machen diese Serviceleistungen gerne für Sie, dass wir den Schulen helfen, Eltern zu informieren. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Und mir ist ja lieber, also die Schulen werden jetzt ja schon wieder gefragt, wo ist denn das Konzept? Die Eltern fragen, die Schüler fragen, wie wollt ihr das denn handeln, wenn eben im Juni alle Schüler wieder zur Schule gehen? Irgendwie heißt es vage, nicht alle an einem Tag und nicht alles wird normal, jawohl. Aber wie soll es denn funktionieren? Und die Schulen sind doch alleingelassen im Augenblick wieder mit dieser Konfrontation, dass Termine kursieren, die sie nicht mal offiziell bekommen haben, die sie hier im Haus gesagt wurden gestern oder die eben in der Zeitung standen. Aber machen wir doch erst einmal das Konzept mit den Schulen gemeinsam, mit den Verbänden. Setzen wir uns doch hin und erarbeiten den Plan, dass die wissen, was auf sie zukommt. Und wenn das klar ist, dann können wir doch über Termine reden, damit alle auch sprachfähig sind, alle wissen, was sie erwartet. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Erst das Konzept, meine Damen und Herren, dann der Termin. Und nur, damit das noch einmal klar ist, dass uns erreichen wirklich viele Briefe von Eltern. Ich lese Elternbriefe, auch die Schulleitungen rausgeben. Ich will nur eine Bemerkung daraus zitieren. Eine Schulleiterin schreibt an die Eltern eine kurze Bemerkung zur Schulöffnung. Wir warten täglich gespannt mit Ihnen, wie es weitergehen wird. Leider hören wir nichts, können wir nichts Konkretes sagen und haben nicht mehr Informationen als Sie. Auch wir erfahren vieles erst durch die Presse. Sie können sich aber sicher sein, dass wir alle Informationen immer zeitnah an Sie weitergeben. Meine Damen und Herren, so ist die Lage leider an vielen Schulen derzeit, dass man sich nicht wirklich mitgenommen fühlt, dass das, was läuft, wir den Schulen, den Schulleitungen und eben allen Beschäftigten zu verdanken haben, aber leider eben nicht dem Kultusministerium, das immer allem hinterherrennt, meine Damen und Herren. Und auch die Frage der Schulöffnung am 27. April mit dem verhängnisvollen Urteil zur 4. Klasse.
Nach dem, was ich gelesen habe, Herr Kultusminister, der Vereinbarung auf Bundesebene, war vereinbart, am 4. Mai zu starten mit den anderen Ländern. Sie sind vorgeprescht. Das heißt hier immer, wir wollen nicht schneller, weiter, höher. Genau das haben Sie gemacht. Sie sind eine Woche vorgeprescht mit vielen Unsicherheiten für die Eltern, die Schüler, was am Ende auch mit zu der Klage geführt hat. Und das wäre nicht nötig gewesen. Man hätte auch hier noch eine Woche warten können, meine Damen und Herren. Es sind noch immer viele Fragen offen. Deswegen haben wir als Sozialdemokraten, das haben Sie heute in Ihrem Fach gefunden, auch einen dringlichen Berichtsantrag für den Kulturpolitischen Ausschuss am Mittwoch vorgelegt, meine Damen und Herren. Ich bitte Sie wirklich, bei allen weiteren Schritten bereiten Sie alles ordentlich vor, damit auch wirklich alle mitgenommen werden und auch alle das Gefühl haben, dass die Kinder, dass die Lehrkräfte auch sicher an den Schulen sind. Nur so können wir verhindern, dass es auch zu weiteren Klagen kommen wird. Und zum Schluss, was ich wirklich auch oft höre, und das wiederum stimmt mich positiv, dass ich viele Schülerinnen und Schüler höre, die sagen, ich will endlich wieder in die Schule. Mama, es ist schade. Papa, es ist schade, dass ich nicht in die Schule kann. Und das ist immerhin ja, schön, dass die Schule vermisst wird. Diese jungen Leute, meine Damen und Herren, dürfen wir nicht wieder enttäuschen. Deswegen bitte organisieren wir das ordentlich. Im Zweifel nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Und wenn die hygienischen Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, müssen Schulen eben auch noch länger geschlossen bleiben, aber so, dass es planbar ist für alle, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass das alles gut gehen wird. Vielen Dank, Kollege Christoph Degen. Das Wort hat die Frau Abg. Kula, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beginne mit einer Schilderung eines Schülers aus einer 12. Klasse hier in Hessen. Aufgrund der 15 Personen pro Raumregel haben wir in unseren Englisch-LK in zwei Gruppen aufgeteilt. Diese Gruppen sitzen in unterschiedlichen Räumen, und deshalb muss unser Lehrer mit einer Bluetooth-Box über Telefon mit uns kommunizieren. Nicht nur ist die Unterrichtsqualität durch die Audioqualität und das Fehlen von Tafelbildern gemindert, es ist in der Gruppe, die in dem Raum mit der Box sitzt, unmöglich, sich überhaupt am Unterricht zu beteiligen. Inwiefern soll der Unterricht jetzt besser sein als die Gespräche und Konferenzen auf Zoom, die wir vorher hatten? Da konnte ich mich nicht anstecken und habe auch verstanden, was der Lehrer sagt. Dieses Beispiel aus dem aktuellen Schulbetrieb weist auf einige elementare Probleme der hessischen Schulpolitik unter Corona hin. Die Freien Demokraten haben ja auch einige von diesen Problemen in ihrem Antrag benannt. Seit dem 27.04. besuchen in Hessen wieder tausende Schülerinnen und Schüler die Abschlussklassen 9 und 10 sowie der Q2, also die 12. Klasse, den Schulunterricht. Ursprünglich geplant war, auch die 4. Klasse mit dazuzunehmen, so die Absprache der KMK. Gerade diese Kinder brauchen in ihrer Entwicklungsphase pädagogische Betreuung und Unterstützung. Gleichzeitig sind es aber auch gerade die Kinder, denen man eben keine Abstandsregeln vorschreiben kann. Schließlich klagte eine Schülerin und bekam vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof Recht. Manch ein Kind der 4. Klasse machte sich dennoch am 27.04. auf den Weg in die Schule, nur um anschließend wieder nach Hause geschickt zu werden, wenn es keinen Anspruch auf Notbetreuung vorweisen könnte. Aber an anderer Stelle, nämlich an vielen weiterführenden Schulen, war dafür an diesem Montag die Situation ziemlich schwierig. Ganze 5 Tage, darunter 3 Werktage zuvor, hatte das Kultusministerium einen Hygieneplan an die Schulen geschickt. 3 Tage zur Umsetzung eines Hygieneplans, das ist doch wirklich viel zu kurzfristig. Die Schulen hätten da deutlich mehr Vorlaufzeit gebraucht. Dazu kommt, dass dieser Hygieneplan des Kultusministeriums für die konkrete Organisation vor Ort kaum zu gebrauchen war, wenn man sich den anschaut. Der Herr Rock hat ja schon einiges reingeworfen. Neben Selbstverständlichkeiten wie der Notwendigkeit von warmem Wasser und Seife war eigentlich die grundlegende Botschaft, die bei den Schulen dann auch ankam, organisiert das gefälligst selbst. Keine Best-Practice-Beispiele, keine Mindeststandards, keine Unterstützung bei der Umsetzung.
Zwei Tage später und nach zahlreichen Interventionen seitens der Lehrkräfte und Elternverbände kam dann die Information, dass das Land 750.000 Mund-Nasen-Schutzmasken, 7.000 Schutzhandschuhe, Schutzkittel, Desinfektionsmittel beschafft. Immerhin, muss man ja fast sagen. Aber auch dies kam viel zu spät, und die Mengen reichen einfach nicht aus. Wenn man sich das einmal durchrechnet, wenn man davon ausgeht, dass pro Kind jeden Tag mindestens eine Maske gebraucht wird, reichen diese Vorräte gerade einmal eine Woche aus, vorausgesetzt, die Verteilung hat überhaupt funktioniert. An diesem Beispiel zeigt sich das grundlegende Problem der Krisenbewältigung seitens des Kultusministeriums. Verantwortlich für, wenn etwas nicht klappt, sind im Zweifel immer die anderen. Die Eltern, wenn Kinder keinen Mund- und Nasenschutz haben, die Schulleitung, wenn man nicht innerhalb von 3 Tagen einen Hygieneplan umsetzen und ausformulieren kann, die Lehrkräfte, wenn sie nicht genug Eigeninitiative zeigen und sich nicht komplett neue pädagogische Konzepte aus der Nase ziehen, und die Schulträger, wenn die Schulbauten marode sind. So geht es nicht. Der Kultusminister trägt eine Verantwortung für die von ihm beschlossenen Öffnungen der Schulen. So schön und harmonisch, wie es Herr Lorz gern darstellt, war die Öffnung der weiterführenden Schulen am 27.04. nämlich mancherorts überhaupt nicht. Abstandsregelungen konnten aufgrund mangelnder Räumlichkeiten nicht eingehalten werden. Schülerinnen und Schüler müssen selbst Desinfektionsmittel von zu Hause mitbringen. Stundenpläne mussten oft mehrmals revidiert werden. Lehrkräfte müssen Reinigungsaufgaben übernehmen und sollen Schülermassen an den Bushaltestellen unter Kontrolle bringen. Elterninformationen seitens der Landesregierung gab es keine. Viele Missstände sind aber nichts Neues. Alle, außer vielleicht Herr Schwarz, wissen, dass es an vielen hessischen Schulen einen erheblichen Investitionsstau gibt. Die GEW rechnet mit etwa 4 Milliarden €. Oft sind es gerade die Toiletten und Waschbecken, die in einem katastrophalen Zustand sind. Leider haben die regierungstragenden Fraktionen noch Anfang des Jahres unseren Antrag abgelehnt, den Bedarf der Sanierung der Schulen bei den Schulträgern abzufragen, um überhaupt einmal einen Überblick zu bekommen, wie der Zustand hessischer Schulen ist. Scheinbar können Sie, Herr Lorz, den Zustand der Schulen ganz gut verdrängen. Aber wie wichtig die bauliche Substanz der Schulen für elementare Hygiene ist, das zeigt sich doch gerade jetzt. Es hat einen Kultusminister zu interessieren, unter welchen Voraussetzungen Hessen unterrichtet wird, nicht nur während Corona. Das gilt im Übrigen auch für einen angemessenen Arbeitsschutz für Lehrerinnen und Lehrer. Der ist aktuell an manchen Stellen nur noch ein frommer Wunsch. Die Einbeziehung von Personalräten in Arbeitsschutzfragen ist kein Nice-to-have, sondern Teil des Mitbestimmungs- und Informationsrechts. Das gilt im Übrigen auch für die Bestimmung der Risikogruppen. Wenn man die Organisation des Schulstaats auf die Lehrkräfte abwälzt, entstehen dort enorme Arbeitsbelastungen. Und das in einer Situation, in der rund 45% der hessischen Lehrkräfte über 50 sind und somit automatisch zur Risikogruppe gehören. Der eklatante Lehrermangel wird gerade jetzt in der Krise zu einer Gefahr für die Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung. So hat der Kultusminister zu drastischen Maßnahmen gegriffen, als er noch dachte, dass der Unterricht für die Viertklässler organisiert werden muss. Bereits in der Vergangenheit wurden im Grundschulbereich pensionierte Lehrkräfte zurückgeholt, Pensionierungen verschoben, Teilzeitverträge aufgestockt, und trotzdem reichen die Kapazitäten nicht. Und nicht einmal in dieser Ausnahmesituation ist die Landesregierung bereit, den Grundschullehrkräften das Gleiche zu bezahlen wie allen anderen Lehrerinnen und Lehrern. Ihre Weigerungshaltung gegen A13 für alle wirkt zunehmend grotesk und realitätsfern. Wir brauchen doch dringend eine Aufwertung der Erziehungsberufe und des Grundschullehramts. Das führt uns diese Krise doch eindeutig vor Augen. Stattdessen setzt man jetzt sogar auf Abordnungen von Gymnasiallehrkräften, und das ohne Rücksprache mit dem Hauptpersonalrat. Und das ist auch so ein Umgang mit den eigenen Beamtinnen und Beamten, Herr Lorz, das geht einfach gar nicht. Insgesamt bleibt die Frage, warum hat die Landesregierung sich und den Schulträgern nicht mehr Zeit gelassen? Warum musste Hessen bereits am 27.04. die Schulen öffnen? Herr Wagner, hier beteiligt sich Hessen eben doch an den Überbietungswettbewerben, die Sie gestern kritisiert haben. Herr Wagner ist heute nicht da. Aber auch dort, wo es in der letzten Woche vermeintlich gut lief, und es gab es auch diese Beispiele, arbeiten Lehrkräfte und die Schulleitung oft am absoluten Limit. Dass jetzt noch mehr Schülerinnen und Schüler ohne Unterstützung vom Kultusministerium in den Ausnahmebetrieb integriert werden sollen, das sieht man äußerst kritisch. Wo sollen denn die zusätzlichen Räumlichkeiten herkommen? Und welche Lehrkräfte sollen den zusätzlichen Unterricht stemmen? Wie können Hygienepläne dann noch eingehalten werden? Wie sind Abstandsregeln den Grundschulkindern zu vermitteln? Zu all dem hat sich der Kultusminister eben noch nicht geäußert.
Es wurden Zeitpunkte in den Raum geworfen, aber keine Konzepte und Hilfestellungen geliefert. Das gilt trotz eines mageren Leitfadens leider auch für das Homeschooling, welches für viele Schülerinnen und Schüler auch neben dem anlaufenden Präsenzunterricht weiter ein fester Bestandteil des Alltags bleiben wird. Aber dazu diskutieren wir ja später noch zum Gesetzentwurf der Freien Demokraten. Es fehlen dringend notwendige Antworten auf die Frage der inklusiven Beschulung. Gerade diese Kinder und Jugendlichen benötigen Unterstützung, tauchen aber in der Corona-Bewältigung der Landesregierung überhaupt nicht auf. Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten und sonstigem Förderbedarf, wie werden sie denn aktuell unterstützt von der Landesregierung? Gerade jetzt, wo das Homeschooling die soziale Spaltung unserer Gesellschaft weiter verschärft und die soziale Herkunft von Schülerinnen und Schülern ihr Recht auf Bildung mehr denn je beeinflusst, wäre es an der Zeit, grundlegend die soziale Selektivität unseres Schulsystems zu hinterfragen und nicht einfach wieder die Schritte zurück in die Normalität vor Corona zu unternehmen. Vielmehr ist es doch an der Zeit, große Schritte hin zu einem gerechteren, inklusiveren und moderneren Schulsystem zu gehen. Kleinere, passgenauere Maßnahmen, wie sie hier oft eingefordert werden von der Landesregierung, wie die Abschaffung der höchst selektiven Hausaufgaben, ließen sich sogar jetzt schon sofort umsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. Das Wort hat der Kultusminister, Staatsminister Prof. Lotz. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Corona-Pandemie stellt unsere gesamte Gesellschaft vor nie dagewesene Herausforderungen, für deren Bewältigung es keine Blaupause gibt. Das ist, glaube ich, der Grundtenor, in dem alle Debatten dieser beiden Tage hier in diesem Hohen Hause stattfinden. Und das gilt natürlich auch für unsere Schülerinnen und Schüler wie für unsere Lehrkräfte. Ihre Gesundheit, die der Schüler wie die der Lehrer, steht bei allen Entscheidungen in diesem Kontext an oberster Stelle. Aber die Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schule ist auch ganz wichtig. Und beides befindet sich derzeit in einem Spannungsverhältnis, das bestimmt auch noch über Wochen und Monate hinweg andauern wird und das immer wieder unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens in Hessen neu austariert werden muss. Denn natürlich erhöht jede Zusammenkunft von Menschen, und Schule ist ein Ort, wo sogar ganz viele Menschen regelmäßig zusammenkommen, potenziell das Risiko für die Verbreitung des Virus. Und dass dieses Risiko nicht ignoriert werden kann, dass also der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule nicht zur Vernachlässigung der gesundheitspolitischen Aufgabe führen darf, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, das versteht sich wohl von selbst. Aber, meine Damen und Herren, das gilt eben auch umgekehrt. Auch die Minimierung des Infektionsrisikos kann keine absolute Priorität gegenüber der zentralen bildungspolitischen Rolle von Schule beanspruchen. Denn sonst müssten wir konsequenterweise sagen, wir halten die Schulen geschlossen, bis ein Impfstoff da ist. Also schätzungsweise bis zum Schuljahr 2021/22. Das kann ja auch niemand ernsthaft vertreten. Es geht also, ich führe doch nur gerade aus, was die Freien Demokraten auch in dem ersten Punkt ihres Antrags angedeutet haben. Ich finde das richtig. Es geht bis zu diesem Zeitpunkt als Daueraufgabe um das immer neue Finden einer vernünftigen Balance zwischen dem Gesundheitsschutz, dem Recht auf Bildung und der Belastung der Familien, die aus den Schulschließungen resultiert. Und deswegen, ja, stimme ich mit dem ersten Punkt des Antrags der Freien Demokraten sogar überein. Ist allerdings auch der einzige, Herr Kollege Promny. Denn, meine Damen und Herren, genau diese Balance hält die Landesregierung und übrigens auch die Kultusministerkonferenz mit Blick auf ganz Deutschland seit Beginn der ganzen Corona-Krise. Und das möchte ich Ihnen gerne im Einzelnen erläutern. Kommen wir dafür noch einmal kurz zu der Ausgangssituation von Mitte März zurück. Ist ja hier auch von einigen Rednern schon angesprochen worden. Und ich kann da ja durchaus auch etwas aus der unmittelbaren Erfahrung der entsprechenden Sitzungen berichten. Wir haben die Schulen ja nicht direkt beim Auftreten der ersten Corona-Fälle geschlossen. Was man uns durchaus angekreidet hat, als nämlich die allgemeine Stimmung noch so war, dass schnellstmöglich, aber auch die härtestmöglichen Maßnahmen jetzt eingesetzt werden sollten. Ich weiß noch, in welcher Stimmung wir am 11. März, es war ja Zufall, dass das zeitlich zusammentraf, zur Kultusministerkonferenz zusammenkamen. Und wo sich die Kultusministerinnen und Kultusminister auch alle, wirklich über alle Parteigrenzen hinweg in allen 16 Ländern einig waren, der bildungspolitische Auftrag der Schulen ist so wichtig, dass wir alles versuchen müssen, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, solange natürlich die Gesundheitsbehörden und allen voran das Robert-Koch-Institut das für vertretbar halten. Das war die Lage,
am 11. März. Und am 12. März, das war eine denkwürdige Kultusministerkonferenz, war die Lage dann plötzlich eine ganz andere, weil die Gesundheitsexperten, weil die Virologen, weil die medizinischen Experten ihre Einschätzung geändert hatten. Das kann man ihnen auch nicht übel nehmen. Ich muss auch sagen, ich nehme ausdrücklich nicht an der jetzt in Mode gekommenen Beschimpfung der medizinischen Experten teil. Die ersten Wochen waren die Virologen die Götter, waren jeden Abend in jeder Talkshow und jeder hing an ihren Lippen. Die Namen waren schon bekannt wie Popstars. Jetzt sollen sie plötzlich alle irgendwie Idioten sein, die permanent ihre Meinung ändern. Nein, meine Damen und Herren, so funktioniert das nicht. Wir sind in einer Ausnahmesituation, in der niemand, auch nicht die besten Experten, wirklich weiß, wie sich die Sache weiterentwickelt. Deswegen fahren wir alle miteinander auf Sicht. Und es ist einfach eine Mehr, zu sagen, ja, dafür müsste es jetzt ein Drehbuch geben, wir müssen doch schon ganz genau sagen, was jetzt am 18. September um 11 Uhr morgens unter diesem Aspekt zu unternehmen ist. Nein, das kann keiner wissen. Aber natürlich richten wir uns nach dem, was die Gesundheitsexperten nach bestem Wissen und Gewissen jeweils raten. Und deswegen, als am 12. März die allgemeine Meinung dahingehend kippte, als sie sagten, also wir raten jetzt doch an, die Schulen besser zu schließen, wenn wir uns die Entwicklung in der Infektionsrate anschauen, da haben wir die notwendigen Konsequenzen gezogen, übrigens auch über alle Länder- und Parteigrenzen hinweg. Das darf man ja im Nachhinein noch einmal festhalten, und haben die Schulen am 13. März geschlossen. Aber, meine Damen und Herren, auch in den Wochen seither haben wir den bildungspolitischen Anspruch von Schulen, auch wenn er, was den Präsenzunterricht anbetrifft, hinter den Gesundheitsschutz zurücktreten musste. Aber wir haben den bildungspolitischen Anspruch keineswegs aufgegeben. Und ich möchte deswegen auch an dieser Stelle einmal den vielfältigen Einsatz aller an Schule Beteiligten würdigen, der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitungen, auch der Bildungsverwaltung, aber auch natürlich den der Eltern und der Schülerinnen und Schüler selbst, die quasi aus dem Standunterricht ersetzende Lernsituation gestalten mussten und dafür so viele gute Beispiele geliefert haben, dass wir inzwischen eine ganze Handreichung für unsere Schulen damit füllen konnten. Und die ist auch nicht mager, Frau Kollegin Kula, wenn Sie sich mal näher anschauen. Da steht eine ganze Menge drin. Und was das Thema aus dem Stand anbetrifft, ja, es gab keine Blaupause und keinen Plan für umfassende wochen- und monatelange Schulschließungen. Nirgendwo in Deutschland. Dass man in Deutschland des Jahres 2020 wegen einer Pandemie sämtliche Schulen schließen und den Präsenzunterricht komplett ersetzen muss, das hat wirklich niemand gedacht. Nicht einmal in diesen ganzen Thrillern, die da immer geschrieben werden über Outbreak und sonst was, wie es mit solchen Pandemien geht. Aber diese Szenarien, die hat niemand nachgezeichnet. Insofern bewegen wir uns tatsächlich auf absolutem Neuland. Aber wir sind ja dabei, auch daraus zu lernen. Und was man daraus für die Zukunft, gerade mit Blick auf die Digitalisierung des Unterrichts, ableiten kann, dieses Thema möchte ich mir gerne für heute Nachmittag aufsparen, denn da werden wir noch über den Gesetzentwurf der FDP zur digitalen Bildung beraten. Ich will aber stattdessen auch noch einmal auf die schriftlichen Abiturprüfungen zu sprechen kommen, die ja ab dem 19.03. in Hessen liefen und die zurzeit auch in allen anderen Bundesländern geschrieben werden. Was haben wir dafür aushalten müssen? Nicht von Seiten der Sozialdemokraten und der Freien Demokraten, das will ich ausdrücklich würdigen an dieser Stelle. Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz, Herr Kollege Degen, warum wir jetzt bei den Haupt- und Realabschlussprüfungen auseinanderliegen. Aber gut, das können wir noch an einer anderen Stelle austragen. Aber ansonsten war das schon, muss ich sagen, eine Herausforderung, dem Stand zu halten, was da von allen Seiten auf einen einprasselt. Und wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben lange, wirklich lange und intensiv mit den Gesundheitsexperten beraten, unter welchen Bedingungen die Durchführung dieser Prüfungen vertretbar sein könnte. Aber am Ende, und das ist mir jetzt wichtig zu betonen, nur deswegen komme ich noch einmal darauf zurück, ging es uns auch dabei um die Erfüllung des bildungspolitischen Auftrags von Schule. Wir wollten den Abiturientinnen und Abiturienten, und das denken wir jetzt natürlich auch mit Blick auf die Haupt- und Realschulabsolventen, wir wollten den Abiturientinnen und Abiturienten die Chance nicht nehmen, ihr Wissen und Können, das sie sich in wochen- und monatelangen Vorbereitungen angeeignet hatten, auch zu zeigen. Und wir wollten, wenn es irgendwie möglich war, ihren Abschluss nicht mit einem Corona-Malus versehen. Und wenn es jetzt um die Frage der Wiederaufnahme des Unterrichts geht, dann folgen wir genau den gleichen Prämissen. Das sind zwei. Nämlich erstens, den größtmöglichen Gesundheitsschutz und der Berücksichtigung der epidemiologischen Entwicklung in Schule zu gewährleisten. Deshalb öffnen wir die Schulen nur stufenweise. Deshalb folgen wir dem epidemiologischen Prinzip, die Schulen von oben nach unten zu öffnen, und haben letzte Woche mit den Abschlussklassen und Jahrgängen begonnen.
Deshalb haben wir einen eigenen Rahmenhygieneplan nur für die Corona-Bedingungen entwickelt. Und deshalb haben wir im ersten Öffnungsschritt die Schulen auch landesseitig mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet und werden das auch bei den weiteren Öffnungsschritten tun. Und die zweite Prämisse ist die, so viel schulische Normalität wie möglich für möglichst alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten und dafür den Schulen auch die größtmögliche Flexibilität in der Nutzung aller schulischen Ressourcen einzuräumen. Deshalb verfolgen wir das Ziel und haben es in der Kultusministerkonferenz auch wieder alle gemeinsam bei alle 16 Bundesländern und alle Parteien hinweg bekräftigt, möglichst alle Schülerinnen und Schüler vor den Sommerferien zurück in die Schulen zu bringen. Auch wenn das vielleicht nur für einzelne Präsenztage sein kann. Aber uns ist der persönliche Kontakt der Schülerinnen und Schüler zu ihren Lehrkräften so wichtig, weil er entscheidend dafür ist, dass Schule ihrem Bildungsauftrag nachkommen kann. Und deshalb wollten wir, weil es auch bundesweit so verabredet war, die vierten Klassen schon am 27.04. zurück in die Schulen bringen. Ja, das war eine Durchbrechung der epidemiologischen Logik zugunsten der Bildungsgerechtigkeit. Das war auch der Grund dafür, warum der Verwaltungsgerichtshof es anders gesehen und uns gesagt hat, wir müssen der Epidemiologie in diesem Fall nach wie vor den Vorrang vor dem Bildungsauftrag von Schule geben. Das kann man so sehen. Aber das ist eben ein Beispiel dafür, wie schwierig es ist, diese Balance im Einzelnen auszutarieren. Und genau deshalb gehen wir jetzt auch natürlich in Abhängigkeit davon, was auch die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin genau in diesen Minuten verabreden, für den 18. Mai den großen Wurf an, nämlich die Öffnung der gesamten Sekundarstufe 1, weil wir nur auf diesem Wege auch wenigstens die vierten Klassen mitnehmen und die Öffnung der Grundschulen dann auch für die anderen Grundschuljahrgänge zum 2. Juni vorbereiten können. Das alles, meine Damen und Herren, tun wir für das Recht auf Bildung, für die Chancengerechtigkeit, für die Entlastung der Familien, aber ohne den Gesundheitsschutz zu vernachlässigen. Und genau diese Balance wird das Handeln dieser Landesregierung auch weiterhin bestimmen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Kollege Promny, FDP-Fraktion. Dann unterbrechen wir mal die Sitzung jetzt. So, dann eröffnen wir wieder die Sitzung. Und ich teile mit, es war ein Fehlalarm durch den Baustellenbetrieb. Also, der Kollege Promny war nicht der Verursacher, will ich ausdrücklich hier festhalten. Und die ersten Spekulationen da waren. Jetzt hat der Kollege Promny das Wort. Und wir wollen hoffen, dass auch der Kultusminister dann irgendwann wieder zu uns stößt. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Auch der Kultusminister hat eine Eispause eingelegt, so wie ich. Ich bitte mich entsprechend zu entschuldigen. Ich will noch einmal auf zwei Aspekte eingehen, Kollege Schwarz und Kollege Diefenbach. Sie haben ja, ich darf den sehr geschätzten Kollegen Schwarz mal zitieren, er sprach davon, man operiere am offenen Herzen. Ja, stimmt. Das Spannende ist aber, es gibt jetzt eine aktuelle Studie der Vodafone-Stiftung von Allensbach ausgearbeitet, die besagt, dass Schulen, die schon vor der Krise erfolgreich mit digitalen Instrumenten gearbeitet haben, können viel effektiver jetzt beschulen und erreichen die Schülerschaft viel verlässlicher. Was ein klarer Indikator dafür ist, dass wenn man in die Digitalisierung mehr Geschwindigkeit reingebracht hätte am Anfang, würde es viel besser laufen. Und Kollege Diefenbach sprach ja auch den Punkt an, der 25% Zuschlag beim Digitalpakt. Also, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Da müssen wir schon mal die ganze Wahrheit hier offenbaren und sagen, dass 12,5% vom Land dazugegeben werden, die anderen 12,5% der Schulträger zu tragen hat. Also, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja, jetzt vielleicht einen sehr geschätzten Kultusminister Prof. Lorz. Es freut mich außerordentlich, dass er dem Punkt 1 unseres Antrags zustimmt. Das zeigt mir, dass er da sehr abgewogen reflektiert. Und ich will auch sagen, wir haben bei den Abiturprüfungen, deswegen finde ich das auch gut, dass Sie das angesprochen haben, bewusst nicht den Oppositionsreflex gewählt, sondern wir haben durchaus zur Kenntnis genommen, dass es eine sehr schwierige Situation ist und verstehen uns da dann auch eher als Service-Opposition, die entsprechend die Eltern, die Schulen auch mit informiert.
um eine transparente Kommunikation zu gewährleisten. Was wir allerdings schon ein bisschen kritisiert haben, ist der Punkt, dass ansonsten der Kultusminister relativ schnell dabei ist, positive Botschaften zu verkünden und da auch dann in der Lage ist, vollumfänglich das zu tun. Also es wäre natürlich schön, wenn bei den nicht so schönen Botschaften das genauso gut klappen würde. Und jetzt will ich noch einmal einen Aspekt hervorheben, der mir auch wesentlich erscheint, weil hier immer wieder gesagt wird, es hätte niemand damit rechnen können, dass wir so eine Situation bekommen. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Blick in den Pandemieplan des Landes Hessen 2007, Seite 4, sagt sehr deutlich, dass das durchaus denkbar gewesen wäre. Insofern, jetzt sich hinzustellen und zu sagen, das ist irgendwie ein Szenario, was noch nie jemand auf dem Schirm gehabt hat, halte ich schon für sehr abenteuerlich. Und jetzt zum Schluss. 2007 war Alleinregierung CDU, soweit ich es im Kopf habe. Aber ich lasse mich da gern korrigieren. Ich komme zum Schluss. Sozialminister Klose hat erklärt vor nicht langer Zeit, wir sind bestens vorbereitet und strukturell gut aufgestellt. Meine Damen und Herren, da muss man doch einmal die Frage stellen, auf was waren wir denn gut vorbereitet? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Promny. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt und überweisen den diskutierten Antrag zur weiteren Beratung in den KPA.